Sollten wir weiter beibehalten. Ja, komm, der Topas. Der hat's rausgerissen. Ich hab bloß meine Fische gar nicht gesehen, aber ist egal. So, der war bei dem Ast, war doch Fischen. Na gut, der Ast hat's vielleicht verdeckt. So, nächsten Tag, wunderschön und sonnig. Wahrsager. Heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf einer Seite sein. Okay, beim Pier gibt's jetzt Dünger, aber das interessiert uns ja eigentlich nicht. So, also ich muss jetzt auf jeden Fall noch 5 Slimies töten und am besten bevor die Läden zu haben, ne? Dann kriegen wir nämlich noch Geld. Ja. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. So, also die Geister sind gut gelaunt. Die Illumi rennt schon. Aber dann ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also bei mir sind die Geister nicht leicht verstört. Könnt ihr nicht alle in die Mine gehen und die Quest noch machen? Dann kriegen wir über 1000. Ja, wenn ich hier gedingenst habe, kann ich das. 360 kriegt man dafür. 3x 360 sind, ja gut. 1080. Und Blumenkohl kann man, glaube ich, ernten. Felix, der eine Blumenkohl da oben sieht ziemlich fertig aus, der da gleich eine Reihe unter dir ist. Und, wenn wir schon bei den 1080 sind, wir können ja auch danach noch gießen. Wir müssen es doch nicht morgens machen, aber nachher haben die Läden zu. Ja, das Gießen dauert jetzt nicht so lange, wenn man es zu zweit macht. Ja, du kannst den Stein doch auch abgeben, nachdem die Läden zu haben, musst du die Person finden. Ja, aber dann kannst du kein neues Saatgut mehr kaufen für den heutigen Tag. Ach, und dann schiebt sich alles genau einen Tag nach hinten. Das ist voll unsinnlos. Sinnvoll. Ja, unsinnvoll, ne? Dann gehe ich erstmal kurz hoch, mach auch noch das und... Ja, ich gieß wenn mal. Du auch. Wenn du auch. Aber ich will fertig gießen, Mama. Arbeite ein bisschen effizienter, du darfst danach noch gießen. Aber gießen macht voll mehr Spaß. Aber danach kannst du nicht nur gießen, sondern du kannst sogar neu pflanzen und zwar ganz, ganz viel. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Pflanzentruhe dann. Wir können vielleicht vierer machen oder so. Da können wir das auch noch nach Obst und Gemüse einteilen. Ich würde es nach Jahreszeiten einteilen. Nach Jahreszeiten, ja. Und dann können wir aber nämlich das brauchst du zwei pro Jahreszeiten schon fast. Guck mal, die eine Truhe, die ist schon komplett voll, nur mit, was ist jetzt, Frühling? Wir müssen dann halt mal zwischendurch ein bisschen aussortieren. Ja, dann erklärst du dich zum Aussortieren bereit? Also ich glaube, von dem Silbernen brauchen wir zum Beispiel gar nichts, ja. Was die Goldenen, von den Goldenen brauchen wir eigentlich nur eins. Ich weiß, für manche bestimmte Wände braucht man Goldene, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr für welche. Okay. Ja. Aber du brauchst von dem Kram echt super wenig eigentlich. So. So, ich habe meinen. Nee, nicht da. Gotteslachs. Aber ich habe die Gotteslachs-Quest. Ich habe keine Schleim-Quest mehr. Ja, du hast sie gar nicht angenommen. Nee. Demnach kann ich jetzt aber Saatgut kaufen, oder? Nein. Ja. Nee, was nicht für 360, die du hättest machen können, die du nicht gemacht hast. Boah, jetzt rechnet das schon an, Benny. Ich merke schon. So, ich hab's jetzt gemacht, ich gehe jetzt zu Luis. Es ist 10.10 Uhr und ich bin schon fertig damit. Ja, kriegst ein Bienchen. Oder ein Lolli. Bienchen? Ja, ein Lolli. Ein Bienchen brauche ich nicht. Bienchen und Blümchen, ja? Bienchen und Blümchen. Ja, Bienchen brauche ich jetzt nicht gerade. Nur den Honig. Honig. Bienenkotzen. Den hellen weißen Honig. Alter Leute, ich habe wirklich an Honig gedacht. Was ist schlimm? Solange du den Honig geholt hast, ist alles okay. Weißt du, ich bin gerade in der 25. Mine wieder eingestiegen und habe keine einzigen Slimes. Vor uns waren Haufen. Ich bin bei 5 eingestiegen, da waren ganz viele. Ich krabbel jetzt nur noch mal zurück. So, wo ist denn der gute Luis? Da in seinem Garten. Hallo Luis! Ja, genau, ich habe Schleim erledigt. Dankeschön. So. Oh, geil. So. Das gibt schön Geld. Ein Amethyst. Oder wie auch immer das Ding aussieht. Amethyst? Ein lilaner Stein. Gotteslachs brauche ich jetzt auch. Wo gibt es denn Gotteslachs? Das ist eine gute Frage. Ach, was ist denn jetzt passiert? Ich habe eine Sequenz gerade im Supermarkt. Der ist größer. Habt ihr auch eine Sequenz? Ja. Ja. Liest du das jetzt vor? Wie du möchtest. Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen?
Ja, ich muss auf X drücken. Nee, ich hab schon weiter. Was? Kommt her, Leute! Gutscheine für 50% Rabatt im Yuya-Markt! Boah, 50%! Nun, irgendjemand interessiert? Oh, wie gemein. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber du kannst ihnen das verübeln. Der Yuya-Markt ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Er läuft wie SpongeBob. Sieht auch aus wie SpongeBob. Was ist denn dort rechts? Er ist so dumm wie SpongeBob. Tschüss. Jetzt hab ich wieder dahin zu laufen, ey. Warum bin ich jetzt bei dir? Weil wir alle die Sequenz hatten und deswegen alle bei ihr sind. So. Ganz toll. Das ist halt im Koop so. Warum kann ich die Quest hier nie annehmen? So, ich kaufe jetzt jedenfalls noch. Nur den scheiß Kalender. Wir haben jetzt 16. Wie lang geht der Monat? 30 Tage? Ich glaube 30 oder 31. Ich glaube 30. Rechne mal lieber mit 30. Dann können wir auf jeden Fall noch Blumenkohl. Werde ich die Quest nie schaffen. Aber da musst du jetzt mal mit Gießen helfen, sonst wird meine Energie eng. Warum haben wir eigentlich ja, ja. Ich komme gleich. Ich quatsche hier noch mit allen Leuten, dann bin ich schon da. Gehe ich ab 5 rein, sonst kann ich die Quest abhaken. Oh. Jody hasst Narzissen. Toll. Hast du gut gemacht. Ich muss jetzt mal Schläfchen machen hier, sonst schaffe ich nichts mehr heute. Du kannst ja auch eine Yuya-Cola trinken. Stimmt, aber nochmal genug, ne? Nee. Also wir haben schon genug, aber ich habe gerade 3 Stück im Inventar, aber ich bin jetzt eh gerade auf dem Heimweg. Ich esse meine Kekse. Ha! Yay! Sie cool, sind doch für was gut. Ich bin in einem grünen Level 5. Ja, da sind nur Gegner in dem grünen. Nur Slimies. Geil. Und fliegende Viecher manchmal. Ja, aber eher Slimies und manchmal auch diese Riesen-Slimies. Große, ne? Ja, genau. Guck, da bin ich schon. Wenn wir jetzt hier wirklich so einen Haufen an Feld haben, können wir das neu strukturieren, wenn du kannst das auch woanders weiter strukturieren, wie du willst. Ich glaube, wenn die neue Jahreszeit anfängt, dann machen wir hier mal ein bisschen Tabula Rasa. Nein, nicht wieder alles kaputt machen, Lumi. In der neuen Jahreszeit ist doch sowieso fast alles kaputt. Aber du machst immer alles kaputt. Ich mach nichts kaputt, nie. Doch, du hast das schon angekündigt, ja, beim letzten Hof. Und dann ist er kaputt gegangen. Ich hab's gedroht, wenn ihr euch nicht benehmt. Du bestimmt manipuliert. Offensichtlich habt ihr euch nicht benommen, sonst wäre der Hof nicht kaputt gegangen. Wer legt denn da 12 Lachsbeeren rein? So viele brauchen wir nicht. Die habe ich, glaube ich, einfach da reingeschmissen, weil ich keine Lust hatte, die auseinander zu klamüsern. Soll ich jetzt mal ein bisschen sortieren? Kannst ja, du machen. Oh ja, da machen wir viel Geld. Oder wollen wir noch mal? Wie lange brauchen die Frühlingssamen zum Anwachsen? Je nachdem, was da rauskommt. Ah, ich wollte gucken, ob wir einen Gotteslachs haben, verdammt. Weil dann könnten wir nämlich noch mal, lass uns noch mal Frühlingssaat machen. Das ist Mitte vom Monat, das müsste eigentlich noch hinhauen, oder? 14 Tage. Die Läden haben ja jetzt schon zu, ne? Ja. Da kann ich ja nicht mal mit Louis reden. Oder kann ich den noch an der Bahn treffen? Nee, 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 Louis ist auch bei sich zu Hause lange anzutreffen. Hallo Black Dust, herzlich willkommen wieder mal zurück im Stream. Wir sind wieder live am Hof aufbauen. Hä? Ach, ich habe ja keinen Platz mehr. Ja, so, was wollte ich denn machen? Achso, Gotteslachs. Haben wir den schon? Jetzt bin ich absolut überfordert. Was ja, wir haben schon Gotteslachs. Wem muss ich das geben? Wie viele haben wir denn davon? Maro, ein Silbergotteslachs habe ich gefunden. Moment, haben wir noch mehr? Ich guck mal. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Nee, ich glaube nicht. Der ist mit wilder, milder Meerrettich, nicht mit den Frühlingszwiebeln. Ich hoffe, ich finde Maro noch. Oder ist sie schon in der Schenke? Ich mache jetzt mal noch ein paar Frühlingssamen. Toll. Ist das okay? Ja, okay. Ja, von mir aus schon. Mach. Ich werde einfach nicht gehört. Was hast du denn gesagt? Wo finde ich Louis? Wahrscheinlich in der Schenke um die Uhrzeit, denke ich.
Kann auch gut sein, dass er bei sich daheim ist. Ja, wo ist daheim? Das ist neben der Schenke. Rechts unterhalb der Schenke. Okay, was wollte ich hören? Da bist du doch. Oh, ich nehm's, wenn es... Ach, das war Mani! Nein! Ich hab den Fisch dem Falschen gegeben. Ist mir ja leider auch schon passiert. Das ist an Maru, nicht an Mani. Ach, der Zauberer verdammt, der Mistkacke. Eine Cola. Wieso braucht der Zauberer eine Cola? Der Schenke. Ja, der Zauberer braucht eine Cola. Dafür kriegen wir 75 Credits. Immerhin. Gold. Ja, dann musst du mal Lumi eine Cola abspenstig machen und den Zauberer geben. Oh, ich habe gerade eine Cola gefunden. Sehr gut. Nee, ich. Das geht ja nur mit der Quest. Eben. Das heißt, wo bist du denn? Simon kann dir die Cola geben. Ja. Ich leg die hier rein. Was für mich? Ja. Also bei uns in der Base ist jetzt eine Cola. Bang. Mal sehen, ob ich es noch rechtzeitig hinschaffe. Ja, schon wieder 20 Uhr. Ich weiß nicht, guck doch mal auf der Karte nach, wie lange der auf hat. Ob es sich lohnt, heute noch hinzugehen. Auf der Karte sieht man die Öffnungszeiten. Von Läden, ja. Und ich glaube, der Zauberer zählt dazu. Und wenn du keine Zeit mehr hast, kannst du mir hier helfen. Ich habe heute keine Energie mehr. Krass, einfach nur das Gießen, komplett Energie verbraucht. Das war doch am Anfang auch so, oder? Nee. Hier steht ein neuer Baum. Ja. Reaktionsvermögen habe ich auch nicht, ne? Unten beim Ausgang steht ein neuer, beim unteren Ausgang steht ein neuer Baum, ja. Pack ich das da rein? Ah, hier sind die Colas. Und morgen gehe ich dann erstmal zum Schmied. Mietzetatze ist draußen. Die Miezekatze sieht aber gar nicht süß aus in dem Spiel. Mäh, Hund ist besser. Miezekatze. Hund ist besser. Ich geh schlafen. Gute Nacht. Ey, hast du noch Energie? Ne. Hast ja eben gesagt, stimmt, Entschuldigung. Nee, kein Glück mit dem Fisch. Der Fisch, der hat sich gesagt, ich möchte zu einem anderen. Das war der eine Fisch, sie alle zu knechten. Ist klar. Findest also du nicht? Jetzt beide keine Energie mehr und liegt im Bett. Ich liege im Bett, ja. Natürlich habe ich dadurch jetzt wieder ein bisschen Energie, aber nicht viel. Felix, was treibst du? Kupfer. Du, wir haben nur noch 2 Stunden und ich gieße gerade hier in aller Eile, damit die alle noch Wasser kriegen. Die werden die alle nach dem einen Tag sofort verdursten. Nee, aber dann wachsen sie nicht so schnell. Die wachsen gar nicht, wenn sie nicht gewässert sind. Das meinte ich damit. Dankeschön. Jetzt kommen nämlich schon die Viecher. Dies müsste eigentlich schon längst gekommen sein. Ich halte dir die Viecher vom Leib, du Biest. Abgegossen. Haben wir denn das Geld herbekommen um die Uhrzeit? Ich habe die Quest abgeschlossen. Achso. Ach, danke schön. Siehst du, jetzt musste Ben auch noch gießen, weil du hier am Rumrödeln bist. Am Rumrödeln? Tut mir leid, dass ich hier als Angel mich vor die Öfen stelle und diese langweilige Arbeit mache. Die Öfen brauchen wir aber aktuell gar nicht, das ist der Punkt. Doch, ich muss auch noch einbauen, fällt mir gerade auf, ne, wegen der Quest. Ihr müsst beide noch einbauen, beide Öfen sind von mir, nämlich. Achso, stimmt ja. Kupfererz. Oh, so, jetzt schlaft mal, Jungs. Mädels. Lieber Felix, magst du noch Kupfererz übrig lassen, damit wir nämlich mal Öfen bauen können? Ja, stimmt. Haha, ja. Wäre irgendwie ganz cool. Ja, du darfst hier nicht alles verballern. Oh, hallo, Black Dust. Ja. Fuck. Black Dust schaut wieder bei uns beiden rein. Bei uns beiden. Ja. Er hat auch schon bei mir Hallo gesagt. Fledermaus. Ja, die Fledermaus hat es nicht anders verdient. Prost. Die hat mir Aua gemacht, ja. Das ist voll gerechtfertigt, dass dann meine Chefin mich verteidigt. Deine Chefin? Seit wann denn das? Seitdem du hostest, bist du Chefin. Oh. Und deswegen haben wir jetzt auch Ordnung in den Thronen, gell? Weil ich jetzt bestimmen darf. Nee, du hast es ja nicht bestimmt. Ich hab's einfach gemacht, ja.